Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das ist der zweite Teil vom Interview mit Professor Dr. Jörg Knoblauch. Der erste Teil war schon super, geiles Feedback. Vielen Dank dafür. Ich erzähle nicht groß, wir legen direkt los. Attacke. Wenn du viele C-Mitarbeiter hast, fangen die A's gar nicht bei dir an. Korrekt. Und die wenigen A's, die du vielleicht hast, werden gehen. Korrekt. Bitte. So, jetzt nehmen wir mal, du hast eine B-Organisation. Werden die A's da anfangen, weil sie sagen, okay, ist ja schon mal kein C. Werden die A's da anfangen? In der B-Organisation. Mhm. Du hast, was weiß ich, von 10 Leuten sind 8 B's. 2 A's. Wird der A da anfangen? A's lieben A's. Ja. A's kämpfen für A's, A's sterben für A's, A's wollen Arbeit leisten. Und alles, was sich ihnen in den Weg stellt, ist für sie schwierig. Was ist, wenn du einen B-Chef hast? Also angenommen, es ist ein Unternehmen und da ist ein Mitarbeiter, ist lange da gedient und jetzt sagt der Chef, okay, der ist immer pünktlich da, der ist zuverlässig, der ist nicht der Fleißigste, ist ein B, ja? Ich mache ihn jetzt zur Führungskraft, zum Abteilungsleiter. Was bedeutet das für die Abteilung? Das ist die Katastrophe im Quadrat, weil, also auf uns kommt jemand zu und Namen sind hier nicht das Thema, aber Systemgastronomie, 800 Mitarbeiter, 80 Filialen, bundesweit und so weiter und so weiter. Unsere erste Frage in der Beratung ist immer, und wie sieht es aus bei den Führungskräften? Denn ich brauche nicht bei den Mitarbeitern, der will natürlich bessere Mitarbeiter, aber Achtung, Achtung, wie sieht es aus mit deinen Führungskräften? Alles in Ordnung, wirklich? 100%, die habe ich selber eingestellt als Verlass. Und dann haben wir angefangen und es war kein einziger in Ordnung. Keiner. So, und es ist halt bitter. Also der Satz, den Personaler immer an der Stelle sagen, heißt, A-Führungskräfte stellen A-Mitarbeiter ein. B-Führungskräfte stellen teure Bs oder gleich Cs ein. So. Und deswegen, also du kannst das Ding nicht gesunden angenommen, wir hätten dem jetzt ganz, ganz viele Leute, ich hätte zu Hause einen Gefrierschrank, könnte die auftauen und alle präsentieren und neue Filialleiter und so. Nützt alles nichts, weil von oben her das Ding marode ist. Also dort beginnt's, in der Tat, mit den Führungskräften. Okay. Ich weiß, die Frage habe ich schon zweimal gestellt, ich mache sie jetzt ein drittes Mal. Wir sind das erste Mal reingegangen. Du hast ein bestehendes Unternehmen. Es ist deine Pflicht, dass du im Idealfall nur A-Leute hast und dass du insbesondere A-Führungskräfte hast. So. Wie identifiziere ich die? Der kommt rein, der Bewerber setzt sich dahin. Wie identifiziere ich? Oder hast du einen Auswahlprozess? Wie geht das? Ja, also früher hätte man halt einfach gesagt, das ist die Bewerbung angeschaut, dann hat er 5 Rechtschreibfehler drin, dann sagt er, das ist schon mal nicht so toll. Dann hat er ein bisschen zerknittert das Papier vielleicht, dann, das ist auch nicht so toll. Dann kommt er 5 Minuten zu spät, das ist noch nicht ganz und so weiter. Das sind heute nicht mehr die Themen. Wir haben einen mehrstufigen Einstellungsprozess. Und der, ja, also der ist arbeitsintensiv, aber wir versprechen, wenn du das Stufe für Stufe für Stufe durcharbeitest, dann wird am Ende der 6-monatigen Probezeit, und das ist in Deutschland genial, diese 6 Monate, und das erzählen wir ja auch genau, wie man das alles nutzt und optimiert, dann hast du zu 80% einen A-Mitarbeiter. Während, wenn du das einfach so machst, wie man das traditionell macht, der kommt, bitte nehmen Sie Platz und hier Kaffee und überhaupt und dann macht man ein bisschen Smalltalk und überhaupt, du kommst aus Heidelberg, das ist eine schöne Stadt, da war ich auch schon gewesen und so und irgendwann redet man über die Finanzen und am 1. des nächsten Monats kann er tatsächlich anfangen und wir reichen uns die Hand und nach einer Dreiviertelstunde sind wir handelseinig. Da ist die Chance bei etwa 20%. So bitter geht das auseinander. Also es braucht einen mehrstufigen, in dem Fall 9-stufigen Einstellungsprozess. 9 Stufen, okay. Jetzt sagen aber viele, ich habe noch was anderes zu tun, als Leute einzustellen. Also ne, ja. Beratungsprojekt, ja, ja. Dann kommst du mit 9 Stufen, da sagt er, ja, ja.
Herr Professor Knoblauch, 9 ja. Stufen. Wissen Sie, was ich sonst noch zu ja. tun habe? Ja. Was sagst du dem dann? Ja, ja, ja. Ich breche zusammen. Und jetzt muss ich das mit der Einstellung auch noch oben drauf packen. Und jetzt in dieser Ausführlichkeit. Dem würde ich sagen, pass auf, Larry Page, Chef von Google, einer oder zwei, der sagt, man wirft mir vor, dass ich 60-80% meiner Zeit mit Personalfragen zubringe. Und ich behaupte, ja, damit verdiene ich mein Geld. Muss man vielleicht noch einen Satz erklären. Google hat mehr Bewerber als jede andere Firma auf dieser Welt. Etwa 6.000 Bewerbungen auf jede offene Stelle. Und was sage jetzt nicht einfach, oh, hätte ich 6.000 Bewerbungen, dann. So, nee, nee, also das ist Arbeit. Und Google hat Rule of Four, die Regel der 4, soll heißen, es gibt erst einmal 4 Interviews. Also wenn du zu Google nach Dublin gehst oder gleich nach Palo Alto oder Mountain View in dem Fall, das ist nicht mit einem Gespräch zu machen, sondern miet mal das Hotel gleich für 3 Tage an. Das sind 4 ausführliche Interviews. So, und wenn das nicht geht, dann gibt es ein 5., 6., 7., 8., 9., 10. Man geht bei Google tatsächlich bis zur Nummer 30. So, und die Nummer 31 ist dann, wenn die 30, 40 Mitarbeiter der Abteilung, also Google-Abteilungen, sind insgesamt sehr klein, weil man sehr schnell sein will, die dürfen jetzt den neuen, der noch nicht eingestellt ist, noch nichts unterschrieben, den neuen erstmal kennenlernen. Und wenn nur einer aus der Runde der 30, 35 sagt, ich bin mir nicht so sicher, löst sich alles in Wohlgefallen auf. So, die Nummer 32 ist Larry Page himself. Also bis zur Nummer, Personalnummer 25.000 hat er jeden Einzelnen unter 4 Augen nochmal durch die Mangel gedreht. Und dann erst geht das Tor auf. Also der Erfolg dieser Firma hat direkt etwas zu tun mit der Auswahl der Mitarbeiter. Das ist sowas von eindeutig. Und das ist bei Apple so, und das ist bei Amazon so, und das ist bei jeder dieser Giganten, die mittlerweile eine Börsennotierung von über 1.000 Milliarden haben, ist das so. Ja. Ich vergleiche das mit so einem Laserpointer. Ne? Wenn du den Laserpointer irgendwie 5 Meter entfernt an die Wand hältst und du hast eine Abweichung hier von nur 1 Zentimeter, du gehst 1 Zentimeter nach rechts, Beispiel. Dann hast du auf der Wand 5 Meter. Ja. Und das ist aus meiner Sicht dieser Faktor, wenn du Kompromisse bei der Einstellung machst, dann gehst du hin und sagst, ja komm, den Zentimeter mache ich. Aber in der Langfristigkeit, in 5 Jahren, haut es dir die Beine weg. So. Wie schaffst du es, dass du Top-Führungskräften, dass du Unternehmern das klar machst, dass es ihre Kernaufgabe ist, das Thema Personal. Und die, dass sie es nicht delegieren können an eine Personalabteilung. Ich würde vielleicht gerade mit Google noch mal weitermachen und sagen, Achtung, Google sagt, also Pareto-Prinzip sagt, 20-40, 40-80 Regel, also mit 20% des Aufwands, 80% des Erfolgs und so weiter. Die sagen, im normalen Geschäft ist es so, also dein A-Mitarbeiter ist um Faktor 4 etwa besser wie dein BC. So, aber da wir immer weniger solche Firmen haben mit Hands-on und immer mehr Firmen haben, die mit Brain und Nachdenken ihr Geld verdienen, kommt Google ins Spiel und die sagen, Achtung, unsere besten Mitarbeiter sind nicht um Faktor 4, 5 besser, auch nicht um Faktor 10, auch nicht um Faktor 100. 1.000? Nein. Wir haben eine Handvoll und die können wir aber mit Namen benennen. Faktor 10.000 besser. Und diese Talente herauszufinden, die treiben eine Firma nach vorne. Also was weiß ich, Google Maps oder was halt nun im Einzelnen diese Algorithmen sind, die global anwendbar sind, extrem fehlerfrei, extrem leicht beherrschbar und so weiter. So, das sind einige wenige Menschen, die das beherrschen, die das vorantreiben, und darauf beruht der Erfolg letztlich dieser Firmen. Also du kannst dem Chef nur sagen, du kannst dich um vieles kümmern, um ganz, ganz vieles, aber so wie du vorher gesagt hast, also das war super auf den Punkt gebracht, es ist das Geschäftsmodell, es ist das Allerwichtigste. Aber wenn du das Geschäftsmodell klar hast, dann gibt es nur noch eine Frage und das ist das Thema. Habe ich die besten Mitarbeiter? Ja oder nein? Und die entscheiden jetzt über Sieg oder Niederlage. Mhm. Ja.
jetzt höre ich ganz oft, ja, aber die wir brauchen, die gibt es nicht. Was sagst du denen? Ja, Herr Professor Knoblauch, ja, aber die wir brauchen, die gibt es nicht. Ja. Kurze Werbeunterbrechung. Es gibt so viele Unternehmer, Selbstständige oder auch Führungskräfte, die zwischendurch verzweifeln und sagen, ich habe nur Idioten um mich rum oder die Mitarbeiter sind undankbar und. Und viele verzweifeln dann und sagen, ach, ich schmeiß alles hin. Aber das ist nicht die Lösung. Das geht nicht. Willst du erfolgreich sein, musst du dich multiplizieren. Du musst Mitarbeiter einstellen und sie führen und sie zum Erfolg bringen. Das ist dein Job als Unternehmer, als Führungskraft, als Selbstständiger. Deshalb, Jörg Knoblauch hat einen Online-Kurs und der ist richtig, richtig gut. Diese YouTube-Videos können das nicht abbilden, was Jörg an der Stelle dir noch an Tiefe zu bieten hat. Deswegen, guck unter dieses Video, da findest du den Link und da kannst du diesen Online-Kurs bestellen. Schau dir erstmal die Landingpage an, schau dir an, was er bietet und dann triff eine Entscheidung. Weil es kann nicht sein, dass du ständig frustriert bist, weil du die falschen Leute hast. Da gibt es eine Lösung für und das ist der Online-Kurs. Ja, nee, das ist der meistgehörteste Vorwurf. Ich bin überzeugt, dass es die demnächst gibt übrigens, weil, also, wir beschäftigen uns ja auch viel mit Zukunft und das ganze Thema Silicon Valley und so weiter und so weiter. Wir werden eine Arbeitslosigkeit kriegen in den nächsten Jahren, da wir einfach die rote Laterne tragen, was künstliche Intelligenz anbetrifft und so weiter und so weiter. Selbstfahrende Fahrzeuge ist da kein Thema. In Deutschland werden in Waymo dieses Jahr noch 700 Fahrzeuge freischaltet, ohne Sicherheitsfahrer fahren dürfen und so weiter. Also, wir werden demnächst genug Mitarbeiter haben. Aber solange wir sie nicht haben, kann man nur sagen, du pass auf, die Menschen sind geboren. Also mein Nachbar, sage ich mal doch einen Namen, vielleicht David Wenger, Ingenieurbüro in Ulm, 35 Mitarbeiter. Und wenn Toyota Ärger hat, dann muss David ran. Und wenn Google Ärger hat, muss David ran. Und David muss immer ran, wenn es bestimmte Berechnungen im bestimmten Umfeld gibt. Weil niemand macht das besser auf der ganzen Welt. So, und David hat letztes Jahr 790 Bewerbungen gehabt. Wow, mit einem Ingenieurbüro mit 35 Mitarbeitern. Ja, mein Nachbar nach der anderen Seite in der Software-Schmiede, 70 Mitarbeiter, braucht jedes Jahr etwa 4, 5, 6 neue, hat letztes Jahr 70 Bewerbungen gehabt in einem Bereich, wo angeblich der Markt leergefegt ist. Also, die Menschen sind längst geboren, es gibt sie, aber dummerweise haben die dich noch nicht entdeckt, der du sie suchst. Also arbeite an deiner Brand, arbeite an deinem Leuchtturm, fang mal an, ein paar Blogs zu schreiben, mache mal deutlich, dass es dich gibt und dass du was zu sagen hast. Und es wird alles gut. Okay. Ich weiß jetzt, es gibt einen neunstufigen Einstellungsprozess. Wie man da dran kommt, erfährst du am Ende. Jetzt hast du schon gesagt, so, die meisten sagen, ja, ich finde die Leute nicht. Ja, du findest die Leute nicht, weil du hast nicht genug Bewerbungen. Ja, was tust du? Das sind ja aus meiner Sicht sind es ja zwei Sachen. Das eine ist Push, das andere ist Pull. Jawohl. Push bedeutet, du schaltest Stellenanzeigen. In Print, in Online, meldest dich beim Arbeitsamt und sagst, wir suchen einen Programmierer. Das ist ja Push, du pushst in den Markt. Aus deiner Sicht, was sind die beiden besten Methoden, wenn man Push-Leute sucht? Na gut, das mit dem Arbeitsamt. Das Arbeitsamt ist übrigens besser als sein Ruf. Also die Jobcenters haben mächtig zugelegt und so. Aber richtig ist natürlich, das sind mehr Glückstreffer, die man da landet. Also mittlerweile ist überraschend gut, gute Mitarbeiter kennen gute Mitarbeiter und das wäre jetzt von der anderen Seite. Also hast du deine beste Dame da gefragt, ob sie eine Schwester hat, die vielleicht zweimal so klug ist wie sie oder ein Bruder oder irgendwas? Also 40% der Menschen kommen über Empfehlungen. Mitarbeiter können sehr schnell erkennen. Und ob das im Sportverein ist, ob das irgendwo ist, in der Nachbarschaft oder so, wer sind diese A's? Und haben ständig den Gedanken, Mensch, würde der passen? Und also erstmal alle fragen. Wir treiben das noch weiter. Wir haben
Dieser Tag hat eine Mutti bei uns ein Kind wieder zur Welt gebracht. Und am Tag der Geburt haben wir schon, waren wir da mit einem Arbeitsvertrag. Für das Kind? Für das Kind, ja. So, das ist noch ein bisschen früh. Aber was wir deutlich machen wollten ist, liebe Mutti, also kluge Mütter haben in der Regel auch kluge Kinder. Und wir sind die Ersten, die sich schon mal hier anstellen. Da werden andere Leute auch noch kommen. Wow. Aber wir wollen heute schon deutlich machen, wir haben ein riesiges Interesse an deinem Kind. Und wir werden alles tun, um das zu schulen, voranzubringen, die Ausbildung optimal zu gestalten und so weiter und so weiter. So. Und das geht dann bis auch uns verlassen, A-Mitarbeiter hin und wieder. Aber da wird dann bei uns also nichts dem Zufall überlassen. Da gibt es eine Party zum Schluss, da werden Reden vorgetragen, Gedichte aufgesagt, Fotobände überreicht, da wird Rotz und Wasser geheult und dann kommt das Geschenk der Geschäftsleitung. Und da ist es immer verbunden mit, na gut, also hier eine Bogner Büromarbe, 500 Euro wert, was könnte da drin stecken? 5 Reißverschlüsse, ein Spargutschein, ein Urlaubs, ist alles denkbar. Nee, da steckt drin ein neuer Arbeitsvertrag. So, ob. Was tut ein Arbeitsvertrag für einen entscheidenden Mitarbeiter? Du, die letzte Rede heißt, 50% aller Wechsel, und auch das ist wissenschaftlich erforscht, funktionieren nicht. They get sour, sagen die Amerikaner. Du, der neue Chef taugt nichts, die Kultur taugt nichts, der Parkplatz taugt nichts, das Gehalt ist doch nicht so, wie erwartet und so weiter und so weiter. Also mach dir nichts draus, alle 4 Wochen rufen wir an und fragen, wie geht's und überhaupt. Weißt, der Platz, wo du da drüben gesessen bist, 20 Meter Luftlinie, den halten wir nach wie vor frei. Wir rechnen damit, dass du und so. Also, und das Überraschende ist, also wir haben dieser Tage mal die Statistik wieder abgedatet. 40% der scheidenden A-Mitarbeiter kommen wieder zurück. Wow. Also ich habe das vor kurzem von einem anderen gehört, der gesagt hat, das ganze Thema Recruiting ist ein Kulturthema. Er sagt, es ist Schön. Die Kultur. Ja. Das höre ich jetzt raus. Du sagst Kultur der Weiterempfehlung, Kultur des Abschiedes, dass du nicht sagst, ja. Das Arschloch hat jetzt gekündigt und ich war die ganzen Jahre gut zu ihm. Dann soll er jetzt auch verschwinden. Ja, dir kann man nichts recht machen. Genau, aber ihr macht eine Party und sagt, Mensch, schade, dass du gehst. Das ist Kultur. Ja. Jemand geht und du sagst, ich halte dir den Platz frei. Das ist eine Kultur. Ja. So. Ja, also da kann man noch ganz vieles sagen. Also wir haben ja ein Riesenprogramm da drum herum gebaut, um Mitarbeiter zu begeistern, zu locken, dass das einfach emotional ein Erlebnis ist. Also Jürgen Knoblauch ist ein sehr unemotionaler Typ, deswegen passe ich da nicht wirklich rein. Aber wer diese Menschen erlebt bei uns, der... Ihr habt ein Programm, also so wie es einen 9-stufigen Einstellungsplan gibt, Auswahlprozess gibt es auch irgendwie in diesem Bereich bei euch 30 Rosen oder jawohl, so? Ja, das ist richtig. Das Programm heißt 33 Rosen. 33. Und das sind 33 Verblüffungen, die wir uns sorgfältig ausgedacht haben, um dem Kunden, also dem Kunden, unserem Mitarbeiter, der unser Kunde, die Wertschätzung zu zeigen und sagen, du stehst im Mittelpunkt und mit dir steht und fällt der ganze Laden. Das ist deine Firma. Ja. Okay, cool. Wie wir an die 33 rankommen, sagen wir am Ende. Also es gibt da, so wie ich Jörg kennengelernt habe die letzten Jahre, ist er einer, der alles systematisiert. Ich durfte einmal bei euch eine Betriebsführung erleben und machst das ja nicht allein. Ihr habt da im Führungsteam, habt ihr noch ein paar andere schlaue Köpfe. Ja. Bei euch gibt es nichts, was dem Zufall überlassen wird. Es ist alles systematisiert. Jedes Ding hat seinen Platz. Das ist unglaublich. Und so erlebe ich auch deine Systematik in den Inhalten, die du machst. Also von daher, 33 Rosen und der 9-stufige Auswahlprozess ist mega strukturiert. Und es ist so eine Blaupause, die kannst du im Grunde genommen auf dein Business drauflegen. Was gibt es noch an Blaupausen? Kultur, Mitarbeiter halten. Es gibt bei uns eine ganz gezielte Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Mhm. Was also aus einem A-Mitarbeiter einen AAA-Mitarbeiter zu machen, ist ja nochmal auch ein Weg. Also was A-Mitarbeiter kann vieles heißen, aber diesen
allesgebenden, begeisternden, das ist nochmal eine andere Geschichte, also es ist ein siebenstufiges Programm, wo wir aus einem Mitarbeiter einen Mitunternehmer machen. Also letztlich geht es um die Frage, eine Firma fängt dann an aufzublühen, wenn jeder einzelne Mitarbeiter in diesem Haus genau weiß, also nicht nur was er zu arbeiten hat, sondern Entscheidungen treffen kann. Also mir ist es zum ersten Mal passiert, da durfte ich eine Laudatio halten auf die Ritz-Carlton-Hotels. Ritz-Carlton ist ein 5-Sterne-Hotel, was unter 300 Dollar kannst du eigentlich kaum was kriegen. Bei 400-500 geht's los und die haben also den Personalpreis gewonnen und Jörg Knoblauch war auserwählt, die Laudatio zu halten. Also musste ich mich damit beschäftigen. Ich habe sogar richtig übernachtet in einem Ritz, ich bin stundenlang in der Lobby gestanden, ich habe das alles so eingesaugt und so und bin auf die tollsten Geschichten damals gestoßen vor vielen Jahren. Zum Beispiel, was weiß ich, die Putzfrau im 20. Stock, also Raumpflegerin, die mexikanische Herkunft vielleicht ist, die, was weiß ich was, gebrochen nur Deutsch oder Amerikanisch spricht und so. Kein Problem. Sie kann bis zu 2000 US-Dollar, kann sie auf den Tisch legen vor einem Kunden, der gerade sagt, oh, das war nicht in Ordnung und so weiter. Kein Problem. Also die muss nicht den Supervisor anrufen, der eh gerade beim Mittagessen ist und dem sein Chef, der ist gerade im Urlaub und da, ne. So, und dann habe ich gesehen, oh, Ritz, da gibt es ganze Bücher, nur mit solchen Storys. Was weiß ich, da lässt einer seine Datenträger liegen im 20. Stock, soll einen Vortrag halten in Hawaii und ist aus dem United-Flieger, ruft einer so, oh, was ist da los? Und die Dame sagt, komm, sind Sie ganz cool, wir haben noch immer eine Lösung gefunden. Einer geht hoch, 20. Stock, das Ding wird gefunden, der wirft sich ins nächste Taxi, geht zum Airport, in dem Fall in San Francisco, nimmt den nächsten Flug nach Hawaii. Es entstehen Kosten ohne Ende, Economy ist ausgebucht, er muss Business fliegen und so weiter und so weiter. Und am Ende sind etwa 4.500 Dollar Kosten entstanden über die ganzen Riesenaktionen, der Kunde überglücklich. So, am Ende kannst du natürlich sagen, was war jetzt? Hat der Kunde gesagt, danke, komm, hier sind 5.000 oder 10.000, du hast mir das Leben gerettet, weißt, ich muss eine Präsentation vor 3.000 Menschen haben. Oder sagt er, hey, weißt, ich habe ein Leben lang im Ritz übernachtet, dass die mal was für mich tun, das ist doch in Ordnung. Wie immer die Geschichten ausgehen, das ist oft dann nicht beschrieben. Aber der Mitarbeiter ist Mitarbeiter des Monats, der wird gefeiert. Und da kommt keiner und sagt, oh, du hättest können die Daten auch völlig anders übermitteln oder. Mhm. Also dieses Mitarbeiter werden Mitunternehmer. Das ist so eines der ganz großen Themen, die wir voranbringen. Okay, cool. Jemand gründet ein Start-up. Was ist dein Rat in Richtung Personal, den du jemandem gibst, der, was weiß ich, ist 30, hat eine super Geschäftsidee, gründet jetzt ein Start-up und jetzt sagt er, Jörg Knoblauch, worauf muss ich achten, was ist wichtig bei einem Start-up? Weil oft ist es so, worauf will ich hinaus, oft ist es so, die etablierten A-Mitarbeiter gehen nicht zu dem Startup, weil es eine sehr unsichere Sache ist, weil sie nicht wissen, was sie da erwartet. Wenn er aber B-Mitarbeiter einstellt, dann ist sein Startup sehr schnell tot. Ja. Also welchen Rat gibst du jemandem, der sagt, so, ich will mich selbstständig machen, will eine Firma gründen, ich brauche Leute? Alle guten Dinge sind drei. Und deswegen machen wir an der Stelle einen Cut. Zweiter Teil. Gib mir ein Feedback. Daumen nach oben für das Video, einen Kommentar. Und am liebsten natürlich auch ein Abo. Wenn dir das gefallen hat, schreib mir unten was rein. Und freu dich auf Teil 3, Interview mit Professor Dr. Jörg Knoblauch.